Frauen, warum sind denn Kinderrechte so wichtig? Kinderrechte sind deshalb so wichtig, weil sie explizit auf die Kinder zugeschnitten sind, auf die Bedingungen und Gegebenheiten, die Kinder brauchen. Und unterscheiden sich deshalb von den Menschenrechten, weil Kinder ja auch die Möglichkeit haben sollen, mitzubestimmen, ihre Meinung zu sagen und das Recht auf Bildung ein ganz wichtiges ist, in die Schule gehen zu können. Und all das ist für uns selbstverständlich als Erwachsene, aber für die Kinder eben nicht. Und auch wir Erwachsene müssen schauen, dass die Kinder diese Möglichkeiten haben, mitzusprechen, sich einzubringen. Und das ist durch die Kinderrechte nochmal explizit formuliert worden. Was zeichnet denn eine Kinderrechte-Schule aus? Wir sind seit 2017 Kinderrechte-Schule und uns zeichnet aus, dass wir uns in der Zeit davor und natürlich auch in der Zeit danach intensiv mit den Kinderrechten auseinandergesetzt haben. Die Klassen haben daran gearbeitet, die Kinder wissen, welche Kinderrechte es gibt. Es wurden verschiedene Projekte zu den Themen durchgeführt. Die Kinder haben sich eingesetzt, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden. Und auch im Unterricht ist es so, dass wir Lehrer die Kinderrechte beachten und zum Beispiel das Recht auf Mitbestimmung, Partizipation im Unterricht auch leben. Die Kinder dürfen ihre Meinung sagen, sollen sie auch. Es gibt bestimmte Gremien wie den Klassenrat und demnächst soll es auch noch ein Kinderparlament geben, in dem dann die Kinderrechte und auch die Demokratie nochmal verwirklicht werden. Grundsätzlich werden die Kinderrechte in allen Klassen durchgeführt und gelebt. In jeder Klasse gibt es den Klassenrat oder die Kinderkonferenz, das heißt eine Versammlung der Kinder, in der sie ihre Vorschläge einbringen können, wie zum Beispiel der Unterricht gestaltet werden kann, welche Themen besprochen werden, welche Ausflüge man machen kann, in der dann darüber abgestimmt wird und mit der Lehrkraft gemeinsam dann überlegt wird, wie das umgesetzt werden kann. Es werden verschiedene Projekte angeboten, und durchgeführt, sei es in Projektwochen oder sei es klassenweise, so zum Beispiel das Projekt der Stühle, die wir gemacht haben. Platz für alle Menschen hieß das Projekt, dass eben die Kinder, auch die Kinderrechte einen Platz finden, aber dass eben auch alle Menschen irgendwo in der Welt ihren Platz haben. Und dann wurden Stühle gesammelt und diese dann in Teamarbeit von den Kindern zu den verschiedenen Kinderrechten gestaltet. Ich denke, wirklich wichtig ist, dass viele Schulen, viele Einrichtungen sich mit den Kinderrechten befassen, die Kinder für die Kinderrechte sensibilisiert werden, dass sie auch wissen, was sind ihre Rechte und dass eben auch sie merken, es wird auch von den Erwachsenen akzeptiert, dass Kinder Rechte haben und sie dürfen tatsächlich auch mitbestimmen und Einfluss nehmen. Ich denke, das ist so ganz wichtig für die Zukunft, weil das ja nicht überall tatsächlich so gelebt wird.